Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video wieder auf meinem Kanal, auch wenn jetzt gleich noch mein Controller leer ist. Ja, mein Controller ist sowieso gleich leer, deswegen ich muss den aufladen gehen. Okay, ich muss erstmal auch mit dieser Steuerung klarkommen. Und ich werde ab sofort, glaube ich, leider, oder ja, wie soll ich sagen, ich werde auf jeden Fall kein Fortnite mehr spielen, weil Fortnite, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ja, Krabbe. Okay, auf jeden Fall werde ich, glaube ich, kein Fortnite mehr spielen, weil es macht halt auch keinen Bock mehr. Bin halt gerade nicht so gut in Fortnite, deswegen bin halt nicht so gut gerade in Fortnite, deswegen. Und ich bin halt ultra der Noob und deswegen mache ich halt gerade keine Fortnite-Videos mehr. Ich hoffe sogar, das reicht als Ausrede schon mal. Ich bräuchte schnell ein Zelt. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich dieses eine Teil dahin herbekomme. Rotes Wasser. Tschüss. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich dieses eine Teil herbekomme. Hallo? Ah, okay. Habe ich schon in der Kamera? Nein, ich hab's verloren. Yuka, willkommen zu meinem Video. Stranded D. Und wie ich eben gesagt habe, habe halt keinen Bock mehr auf Fortnite. Es wird auch bald noch, ich krieg bald zum Geburtstag auch noch ein anderes Spiel, das heißt Dying Light. Und das werde ich dann auch spielen. Alles klar. Ja. Das war's mit Fortnite. Okay, mein Inventar ist voll. Warte, ich guck mal nach meinem Zelt. Mir fehlt halt immer noch. Also, Yuka. Ah, alles klar. Alles gut. Profi Luca kriegt das alles hin. Man kennt's. Profi Luca kriegt das hin. Uff. Guckt euch das an. Guckt euch diese Frau, diese starke Frau an. Der. Was ist das? warte mal. Ist das eine Kokosnuss? Erstmal kurz essen. 2. Ah, Mist. Ich muss kurz was rausschmeißen. Weil ich möchte nur kurz was trinken. Ey, Junge, diese. Alter Schwede, Junge. Kann halt gerade gar nichts. So, meine Uhr hat gerade vibriert. Ich weiß gerade nicht, wie das geht mit der Uhr. Ich muss halt auch dazu lernen.
Ich weiß halt auch nicht, wie das mit der Uhr geht. Ah, ja, warte. Hier. Trinken brauche ich eigentlich nicht mehr so viel. Mal gucken nochmal nach meinem Häuschen. Also, wo ist Palmen? Palmenwedel. Okay, Digga. Warte. Keiner hat in die Kommentare geschrieben, alles gut. Alter Schwede, das Spiel. Jetzt brauche ich. Och, Junge. Hier von 1. So. Alles gut. Alter Schwede. Dieses Spiel verrückt mich. Verrückt mich. Aha. Das ist halt ja nur ein Feld. Muss ich kurz erstellen und dann das Spiel speichern. Dann können wir halt das Spiel speichern. Keiner hat was in die Kommentare geschrieben. Alter, diese Musik, Junge. Guck dir diese Superman vor an. Wer schafft das, ja? Alter, ohne Kram, ne? Niemals im Leben. Oder spielen. Das war so dunkel, dass es dunkel ist. Warte mal, kann ich jetzt schon mein Zelt aufstellen? Kann ich jetzt schon mein Zelt aufstellen? Ja. Sehr schön. Ich nehme mein Zelt sofort hier drauf. Alter, schon die Fledermäuse. Hier speichern. Und schlafen gehen. Digga. Tschüss. Kurz. Uff. Der. Was ist jetzt los? Ich bin krank geworden. Das esse ich nie wieder. Alles gut, Junge. Alles ist gut. Solange es nicht verschimmelt war. Digga. Alles ist gut. 2, 3 ist das? Ne, 4. Jetzt sind wir kaputt. Ich hab dir gerade Wasser gegeben, Digga. Nicht Wasser, sondern Kokosnussmilch, Digga. Alter.
Was ist mit dir los? Was ist einfach mit dir los? Frau, Alter. Ich will ja nichts sagen, aber was passiert denn in deinem Kopf? Was passiert denn in deinem Kopf? Warte. Guckt euch das an kurz. Zwei Zuschauer sind ja drin. Ich gebe ihr diese Kokosnuss. Sie hat eben Blähungen gehabt, Digga. Aber scheußlich, Junge. Und, Digga, was ist mit ihrem Kopf los? Vielleicht muss ich sowieso. Digga, okay. Das ist ja nicht schwer zu tragen, aber. Digga. Wie schafft sie, eine ganze Palme zu tragen, ja? Eine Frau, eine ganze Palme. Okay, wir haben jetzt gerade gesehen. Digga, diese Steine. Ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe zwei davon getrunken. Sie verdurstet aber fast. Komm mit. Guck, ich zaubere jetzt. Ich lasse die Kokosnuss neben mir herlaufen, der. Prä. Ah ja. Digga. Aber was ist das? Ach, Junge. Wenn du jetzt wieder Playungen bekommst, Alter. Wir werden aber auch jetzt auf andere Inseln rudern. Warte, ich muss jetzt mal mein Boot finden und dann gehen wir mal auf andere Inseln, weil ich glaube gar nicht hier. Digga, hier gibt's kein Yuka mehr. Digga, hier gibt's einfach kein Yuka mehr. Ich wüsste. Also ich bin zu schwer, ja? Ja, wohin fahren wir denn? Gehen wir mal auf diese Insel, oder? Ja? Leute. Ich schwöre. Ich habe das Spiel nur gerade eben angespielt. Habe ich direkt den Livestream gestartet. Ich höre, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich habe es bei YouTubern gesehen. Digga. Der gerade in meinem Livestream ist. Vielleicht willst du was in die Kommentare schreiben. Muss nicht, aber. Damit ich weiß, dass du lebst, kannst du bitte was in die Kommentare schreiben, weil der. Du guckst dir flüssig nur das Video an und der. Was ist das lang? Dieses. Video? Ja. Ja. Was soll ich? Was? Ja.
Bei der? Ja, aber ich glaube, da ist noch was, vielleicht was Interessantes, deswegen. Also vielleicht ist da was Interessantes. Ich werde sowieso da ein paar Kokosnüsse nochmal aufknacken, weil... Ich sehe schon mal was Rotes. Das heißt vielleicht mal was Gutes. Und da werde ich dann auch gleich meine Pause machen. Also, ich will eine Pause machen. Okay, ich guck gleich. Wenn wir auf der Insel sind. Aber wenn die verdurstet, Digga, dann sagt die immer, oh, ich brauche was zu trinken. Ja, Mann. Und das ist eine Säuferin. Digga, das ist eine Säuferin, ich schwör's dir. Das ist eine Säuferin. Ich werde sowieso gleich wieder zu meiner Insel müssen. Weil da meine Zelte stehen. Und ich muss da speichern gehen. Okay. Das reicht. Jetzt muss ich dann nur noch. Ich kann nicht aufhören. Okay, jetzt. Wo kann man das Paddelboot? Das hat ein Boot. Nein. Ist wieder eine Säuferin, glaube ich. Oh mein Gott. Kann ich da rein? Leider nicht, oder? Ich kann da nicht rein. Ja, ich kann da rein. Das Ding ist halt, hier könnte man auch ein Zelt aufschlagen. Also die zwei hier. Nee, hoffe ich auch nicht. Oh, ja. Okay. Ja. Ja, ich habe keinen Durst gerade. Sie ist gerade keine Säuferin. Gott sei Dank. Sie ist gerade keine Säuferin. Der mag schon eine Freundin als Säuferin, ja, oder? Vielleicht gibt es hier Wildschweine oder irgendwas. Okay, hier war schon mal Blech. Hier war schon mal Blech, kleine Palme. Lol. Ich seh's. Aber erst muss ich mich hier erkunden. Auf der Insel. Hä? Oh. Ja, das ist meine Ausdauer. Ich kann gerade nicht laufen. Guck mal, wenn ich über die Krabbe gehe. Warte, ich guck mal, was in dieser Box drin ist. Was ist das hier? Stoff? Ey, Stoff könnte klein werden. Rein damit. Rein in den Rucksack damit. In den Rucksack damit. Hier.
Hier ist keine Kiste. Nur hier war eine Kiste gerade. Hier ist mal wieder so eine Plane. Ey, diese Viecher, gell? Ich hasse die Viecher. Wenn du da reinläufst, gell? Dann bist du krank. Also, die machen dich krank. Es gibt hier auch Haie, aber ich habe die passiv gestellt. Also, vor dem Livestream habe ich die noch eingestellt. Ja. Rucksack damit, richtig. Nicht genug im... Nein! Steffen, nein! Steffen, danke. Alles gut. Tschüss, Junge. Ich bin fast in diese eine 4 reingeknallt. Warte, ich muss hier kurz nochmal hoch. Da war ein Eingang. Warte. Ja, alles gut. Wer hat das nur alles noch nicht? Nichts. Warte mal erstmal. Oder ich krieg, glaube ich, gerade Sonnenbrand. Weil wenn ich jetzt in diese eine 4 reingetreten bin, kann ich das Spiel direkt neu starten, Digga. Hä? Weil entweder habe ich Sonnenbrand. Stoff könnte ich sogar wirklich gebrauchen. Boah, ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe. Oder wo sie reingetreten ist. Ich weiß es halt nicht.
dran bist. Wo? Da oben. Nein, 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 guck. Das ist kein Sonnenbrand, der gelbe Streifen. Das ist meine Ausdauer. Und ich brauche diese Kokosnuss. Bruh. Ey, ist das... Oh, Junge. Was? Ja, das ist ja auch meine Ausdauer. Nein, 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 nein. Bin ich jetzt in die Kamera eingetreten? Ich glaube schon, oder? Warte. Ich glaube, ich habe wirklich Sonnenbrand. Ich glaube, ich habe wirklich nur Sonnenbrand, wirklich. Mal kurz die Kokosnuss hier runterholen. Ich habe hier was gebrochen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Digga, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oder habe ich mir jetzt was gebrochen? Warte. Das schmeißen wir mal kurz raus, den Stock hier. Dann holen wir das hier rein. Alter, ich schmeiße ja das hier. Holzkiste. Was soll das tun? Essen? War das doch Essen? Der, ja. Ich brauche Essen nicht. Das ist noch in meiner Mobilbox drin da. Upsi, upsi, Digga. Meine Insel wieder. Also zu meiner Insel. Weil ich mir kein Zelt jetzt gerade bauen kann. Das ist natürlich wieder Scheibenkleister. Ach du meine Güte, wo ist mein Boot? Ich kehre hier vielleicht irgendwann wieder hin. Ey, das kann nicht wahr sein, Digga. Ich habe auf jeden Fall Angst vor dieser Tentakelmonster. Von Tentakelmonstern habe ich Angst. Ja. Mein Boot ist weg. Ah, da, ja, ja, ja. Ich habe es gefunden. Ich habe es natürlich gefunden. Ich hab's zuerst. Warte, ich guck, ob ein Zuschauer drin ist. Ja, einer ist noch drin. Welcher? Ich weiß es nicht. Weil ich das denn nicht mehr. Warum soll er mir in die Kommentare oder sie schreiben? Ist doch ganz okay. Alles schön gechillt. Ja, wir müssen hier schnell weg. Ja, wir müssen hier ganz schnell weg. Weil sonst kann ich nicht speichern. Ich weiß ja noch nicht mal, wo meine Insel mehr ist.
glaube da vorne, geradeaus. Hier? Geradeaus. Digga. Ich höre mal gerade auf dich, ja? Und hier ist das Beste. Dann hört sich mein ganzer Livestream. Weil es nicht richtig war. Da hast du gesagt, gell? Okay? Der hier. Da! Meinst du die hier? Wir hören mal kurz auf dich. Welche denn jetzt? Hier die? Die da? Ich weiß es ja nicht, welche. Alter Schwede! Wenn wir jetzt in eine fremde Insel gehen, Alter. Dann war es das wieder komplett. Dann gebe ich dir halt mal ein High Five. Nö. Ich glaube, das ist sogar die. Ja. Weil ich sehe schon diesen Pfeil da. Also hier. Seht ihr den auch? Also in meinem Livestream. Ich glaube, das ist der. Jesus. Aber ich weiß nicht ganz genau. Ich hab gesagt, ich glaube. Nein, du hast gesagt, das ist die. Dann hast du dich von meinem ganzen Livestream blamiert. Von 36 Menschen. Aber ich hab nur 36 Abos. Und wenn ich mehr bekomme, dann hast du dich von über 40 blamiert. Sagen, ich habe mich schon nicht selbst abonniert. Noch gar nicht. Ich glaube gerade auch. Ist das jetzt wirklich die Peitsche? Es ist die Peitsche. Oder? Wir werden es halt in diesem Livestream gar nicht kommen. Was ist das da? Was ist da? An der Seite da? Was ist das? Soll ich mal dahin schwimmen? Ich glaube, das ist doch die Insel. Oder? Ich weiß halt gerade wirklich gar nicht, ob es meine Insel ist. Ja, es ist die. Ich weiß nicht. Doch, es ist die, es ist die, es ist die, es ist die. Weil nur ich kann so ein Chaos anrichten. Und ich habe schon mein Zelt gerade gesehen. Du hast dich nicht blamiert, ja. Du kriegst einen High Five. Aber fest, sodass meine Zuschauer es hören. Ja, komm. Ey. So. So. So hinlegen. Und schnell schlafen und speichern. Ja, wir müssen schnell schlafen und speichern gehen, sonst habe ich noch mehr Durst. Und darauf habe ich keinen Bock. Du hast dich nicht blamiert. Ich gehe jetzt schlafen, dann speichern und dann ist alles gut. Was weiß ich? Was weiß ich? Bei dieser Insel warst du. Ja, das ist deine Insel. Ja, da wäre auch nicht mein Zelt sonst gewesen. Ich hab doch gesagt, gerade auf weiter. Hä? Das ist doch die Insel. Ja. So, alles gut. Ich müsste. Ey, schade, dass es hier keinen Sensor gibt, der deine Insel hier markiert oder so. Aber es ist auch schade, dass es kein Creative gibt. SOS? Ja. Das wäre so geil. Schade.
Mit deinem Messer kannst du das doch machen. In den Sand schreiben, oder ja. Was? S. S. Das hier? Uja Uja Pflanzen. Mein Scherz. Aloe Vera ist das. Ja. Jetzt habe ich richtig fett gefurzt. Oh! Oh mein Gott, hat die jetzt Durst. Und Hunger. Echt jetzt? Ja, okay. Essen haben wir ja. Ich könnte mir Lagerfeuer machen mit einem mit einer Krabbe zu essen. Wo? Warte mal, mein Messer ist weg. Mein Messer ist weg. Ja, verdorben. Das war schon mal verdorben, das Fleisch. Ich baue mir jetzt ein neues Messer. Oder ich mache mir kurz ein Lagerfeuer. Lagerfeuer? Nee, ich brauche ein neues Messer. Alles klar. Schreiben wir noch lauter ZZ. So, dass meine ganzen Zuschauer sind. Ein Stock und so ein Ding. Ja. Ah. Aber ja, ich bin einfach jetzt gezwungen, das hier zu bauen. Das einfach zu bauen. Ich bin gezwungen, das zu bauen. Aus Palme kann man auch Holz machen, oder? Ja, keine Ahnung. Digga. Hab nie aufgepasst in Schule, Digga. So nehme ich es nämlich. Ich brauche jetzt ein bisschen. Alter. Mach durch mich zu dieser einen. So eine junge Palme. Dass man schön hier so eine Yucca-Platte macht. Luca Palm. Ja, Luca. Warum hast du eigentlich keine Muscheln? Muscheln? Ja. Digga. Die sind doch so lecker. Ekelhaft. Lecker. Diese Frau isst niemals Muscheln. Warum denn? Sonst muss sie noch verdorbenes Fleisch essen. Ja, die stirbt aber bald. Wir werden auf jeden Fall jetzt kurz was herstellen, was. Digga. Das hat mich gerade erschreckt. Wann kommt das? Ah oh, ja. Wann kommt das? Nein, nicht auf jeden Fall werden wir jetzt ein bisschen. Ich hätte es einfach Livestream mit meiner Schwester nennen sollen, gell? Ich schwöre.
Mein Messer ist gleich schon wieder kaputt, Dinge. Ja, kann ich tausendmal drauf schlagen und es geht nicht kaputt. Oh, das muss. Vielleicht hat sich doch ein bisschen gemacht. Ja. Ja. So wäre das Spiel doch auch schön, oder? Nein. Aber. Lagerfeuer. Hatte ich auch gerade vor. Ja, warte doch mal. Warte doch erstmal. Um ein Lagerfeuer muss man auch hier das Tor machen. Und das Feuer! Warte, das geht doch nicht so einfach. Feuer macht! Hallo, hallo, es geht nicht so einfach. Erstmal hier kurz sowas herstellen. Ja, keine Ahnung, ja. Aloe Vera. Reisig wird mit 2 Holz gemacht. Ich hab's ausgemacht. Das war der Feuer. Digga. Sag mal doch ein bisschen leiser, Lingo. Ich mach grad das Feuer an. Und jetzt brauche ich noch ein. Ja, jetzt bin ich wieder der Allerbeste, gell? Weil ich jetzt dein Feuer angemacht habe. Der Einhorn gibt sogar Applaus, der hört es nicht. Ja. Mhm. Ja. Auch mit den Füßen kann er das, ja. 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 Ich werde mir bald noch eine Axt machen und dann. Au! Was war der Luca? Ja, kannst du mal bitte aufhören? Junge, ich mach nie. Ahuhuhu, Digga. Ja? Du bist ein Wolf. Und Wölfe machen das. Au! Digga, gleich machst du. Ja? Gut! Ja, alles gut, alles gut. Der, bitte. Du machst mich noch irre. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Der, bitte. Das ist meine Zuschauerin verstanden. Warte. Ich muss etwas zu essen finden. Digga.
Reg dich nicht auf, Mädchen. Erst werden wir was trinken, Mädchen. Alter! Kannst du mir bitte aufhören? Digga, gut, dass kein Mond ist, Alter. Aber halt Abend. Digga, woher willst du das wissen? Wenn du recht hast. Weil immer der Mond scheint. Aber kein Vollmond. Egal, Wölfen scheint. Mach das immer da. Nein, ja. Wölfen machen das nur bei Vollmond. Ja, du machst ja auch alles tags, Digga. Und abends. Ich bleib manchmal abends. Als ob ich das fallen lasse. Gucke ohne meinen Bruder Bühner. Freunde. Zum Beispiel die Welten. Teil 2. Ja. Ich weiß. So, jetzt hat er keinen Hunger mehr. Aber der hat Schweinedurst. Ja, warte doch mal. Ist das jetzt denn ihr Ernst? Mein Messer ist kaputt. Was denn hier? Ich muss jetzt wieder einen Stein suchen. Ich muss mich abkühlen. Okay, jetzt kühlen wir dich kurz ab, Mädchen, und dann ist das. Lol, da ist die Schildkröte. Die muss ich töten. Hat sie wirklich. Leute, hat sie wirklich. Ich höre Leute, hat sie wirklich. Der ist mein Vater. Zwei. Ja, ich hab einen Fisch getötet. Guck mal. Ich hab Nemo getötet. Ich glaube, ich muss mich wirklich abkühlen. Real life, ne? Guck mal, ich lasse sogar Nemo hier liegen. Ach, den habe ich schon getötet. Fackel. Du tötest meinen Schulranzen. Mhm. Guck mal. Ich habe jetzt was Neues erstellt. Was? Wer? Meine Zuschauer? Habt ihr die gesehen? Oh mein Gott. Dann geht's ja richtig schnell. Ich glaube, der Speer ist nur dazu da. Damit man... Digga, bist du verrückt geworden? Mein armes Einhorn. Habt ihr auch schon mal einen Junge mit Einhorn gesehen? Also ich hab ihn nicht. Und ihr? Schreibt in die Kommentare. Nein, Mann. Wir schreiben nichts in die Kommentare, lieber. Doch. Hashtag peinlich, meinst du? Ja? Ja, Digga. Freu dich, Junge. Junge.
Jagd habe ich auf jeden Fall noch nichts. Ich muss Wasser finden, sagt sie. Ja, sie hat Durst, mein Lebensende. Ja, hör mal auf, ein Einhorn zu schlagen. Sie muss ein paar Wasser finden. Versteht's? Warte, ich muss so einen Wasserbehälter bauen. Aber es darf kein Tier daran. Beiß doch nicht in das arme Einhorn. Sie ist ein Hund geworden. Nein, nicht mal Hunde sind so. Oh mein Gott. Ein Seil brauche ich nur. Warte. Ja. Keiner ist mehr im Leuchtchen. Gott sei Dank, ja. Das ist ja noch peinlicher geworden. Ah, ich dachte, das war schon am Anfang voll. Ah, das kann. Was ist das? Das Wasser fallen lassen? Kokosnussflasche leer. Das ist ja jetzt nicht so ganz gut. Ja, ist mein Bruder hinter mir mit einer Kettensäge, Alter. Sag mal hallo. 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 Warte. Ihr hört jetzt mein Bruder mal vom Nahen. Sag mal hallo. Hallo. Sag noch mal was. Sag noch mal hallo. Sag Luca. Sag Mama, sag mal Mama. Mama. So süß, Alter. Nein! Der hat die Aloe Vera gegessen. Ich hab das bei irgendeinem YouTuber mal gesehen. Oder dann einfach so Stöcke reingelegt hat oder so. Und dann. Ja, okay. Bruder muss los. Okay. Los hast du richtig viel Mädchen. Speichern. Und, warte, schlafen. Super. Okay. Alles gut?
Alles ist gut. Für das nächste Feuer brauche ich das schon mal. Schade. Okay, das ist schon mal verdorben. Ich klar, Digga. Und die auf einmal mit Katapulten alles angewandt und schreien hier rum. Ich will einen Vogel essen. Ich wollte doch nur einen Vogel essen. Oh, ein Stein. Auch sehr schön. Ekelhaft, ekelhaft. Ja, alles gut. Wir haben alles schon gesehen. Alles gut? Nee. Mein Po ist nass. Warum das denn? Kietje-Ente. Kennt ihr die Wasser-Kietje-Ente? Alter Schwede. Ich hab grad eine Krabbe aufgespießt. Willst du nochmal sehen? Warte. Wusstest du, heute hat es ja geregnet, ja? Was ist mit dir los, Junge? Dein Po ist nass. Wer will das jetzt wissen? Krankheit wird so langsam wieder gut, hoffentlich. Ja, habe ich gerade gesehen. Das war nicht so gut. Ja. Was? Wenn das Vieh nach Hause kommt. Ja. Digga. Hoffentlich nie wieder. Ja. Ich weiß, aber jetzt ist sie doch nicht mehr mein Team. Ja. Hä? Gar keiner. Ehemann. Nein, Mann, die werden nicht schlimmer, die werden besser. Aber ich muss Wasser finden. Das war's wieder komplett. Ich muss schnell zu meinem Zelt. Wo ist mein Zelt? Wo ist mein Zelt? Mein Zelt ist weg. Bin ich jetzt tot? Ich glaube, ich bin jetzt tot. Warte, du klappst nicht an mich.
Kopf jetzt nicht an mich, bitte. Das gibt mir Unglück. Ja. Och. Alter Schwede. Was? Digga. Die meisten haben noch nicht mal zum Bruder. Doch, aber... Alter. Belästige die doch nicht. Hä, Digga? Nicht schlimm. Alter Schwede. Ihr müsst euch vorstellen, so ein kleines Mädchen, gell? Hat so eine große Klappe, Digga. Das auch. Ich hab keinen Bock auf Schule. Sie hat Bock auf Kindergarten, ja. Möwenbett, Digga. Das Ding ist halt, ich verdurste gleich. Und das ist sehr schön. Was weiß ich? Hast du halt Pech gehabt, Fanny? Ich hab Pech gehabt. Ach, Alter, bei dir ist alles unfair. Ich kann mir das nicht vorstellen, um zu sein. Was? Scheiße. Ich bin tot. Ja. Ich gehe jetzt zu Mama. Ich bin gleich tot. Müsst ihr euch vorstellen, ne? Digga. Dass ich gleich tot bin. Das müsst ihr euch gleich vorstellen. Alter, dieses Überlebensspiel. Das geht mir gerade so krank. Aber ich habe ja bald Geburtstag. Und dann müssen wir so Spiele nicht mehr spielen. Dann müssen wir ein Zombie-Spiel spielen. Das mega geil ist. Oh, Digga. Tschüss. Und ihr müsst euch mal vorstellen. Ja, ich bin gleich wirklich tot. Scheibenkleister, Junge. Ich kann halt nicht viel von diesen Dingern da essen. Dann will der irgendwie, keine Ahnung, dann will der Stress mit mir. So ein Ding ist das nämlich. Ihr müsst euch in meine Lage mal versetzen, Alter. Diese Lage, die ich habe, Alter. Zu 0,0. Aber willst du weiterkommen? Ja, warum? Weiter wie ich. Weiß ich doch nicht. Oder bist du immer noch auf der ersten Insel? Nee, ich bin schon weitergereist, aber ich habe mir jetzt schon Zelt und alles aufgebaut. Und Lagerfeuer. Also. Nur ich weiß nicht, wie man die Krebse da ins Lagerfeuer halten kann. Da liegt auch was drin. Ich brauche jetzt erstmal trinken. Essen ist ja alles okay. Weil ich habe noch was in meiner linken Tasche. Aber trinken ist in diesem Spiel so hardcore schwer. Ja, ich habe die schon getrunken. Deswegen brauche ich jetzt ein paar Dings. Damit ich mehr Kokosnüsse bekomme. Ich brauche jetzt ein paar Palmenwedel. Eigentlich bräuchte ich Palmenwedel, doch nicht. Ja, guck mal. Oh, wei, oh, wei. Ja.
passiert mir jetzt die ganze Zeit. Aber ich bin ja auch voll krank. Guck dir meinen Arm an. Ja, die habe ich schon getrunken. Du musst schlafen. Ich kann nicht schlafen. Du musst dir halt vorstellen, ich bin hier gerade richtig am Arsch. Ich bin gerade komplett am Arsch. Ja, das hier brauchst du. Hier das? Nee, ich brauche das hier. Du brauchst erst ein Wörtchen, um die Kram. Nee, weil das hier ist doch ein Wasserspender. Ja, da musst du auf Pillen machen. Damit du weißt, wie die Sachen drin. Ja, habe ich schon. Ja, das kannst du auch. Da kriegst du auch. Ja, die Krebse kannst du rausschmeißen. Rum. Ja, hier. Ja, die hast du noch nicht gegessen. Ja, die sind alle schon verfault. Die kannst du essen. Ja, aber die sind verfault schon bei mir. Ne, die verfaulen nicht. Die kannst du trinken. Die verfaulen bei mir schon. Ich bin tot. Die Kokosnüsse verfaulen nicht. Doch, Mann, ich schwör's dir. Dann furzt der. Ich bin vergiftet geworden. Komplett broke. Digga. Die verfaulen nicht, Junge. Die verfaulen natürlich, Alter. Das ist ein Überlebensspiel, Alter. Und da steht dann auch verfault oder so. Also verdorben. Digga. Logik vom Vater, ja. Einstellung. Lautstärke. Effekt, Lautstärke, Stimmen, Lautstärke, Internet. Alter Schwede. Das ist mir schon zu viel, Alter. Steuerung, Mausempfindlichkeit, 30, Achse und langsam. Tutorial aus, passiv. Aber guck mal, ich verstehe es nicht, dass es hier kein Creative. Beam Team, Ausspannen. Neues Spiel fortsetzen, Kartonkraft, Speicherplatz ändern, Einstellungen, Kartonkraft, zufällige Welt. Digga, ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Weißt du, was ich jetzt mache? Digga, nee, wir werden jetzt erstmal sterben. Männlich, nee, Mann. Schwierig, normal, männlich, weiblich, vorhanden. Zufällig. Auspass. Ja, passiv. Standard passiv. Okay. Dann beginnt, kommt. Jetzt werden wir jetzt wieder erstmal. Ja, ich spoiler kurz nicht. Den Anfang habe ich ja schon mal gespielt. Auch wenn er unlogisch erstmal ist, der Anfang. Dann zeige ich euch hier erstmal schön. Oh, Digga. Guck mal den Fahrer. Also, jetzt kommt der schon. Einfach jetzt komplett normal. Guck hier. Wir fahren jetzt ganz komplett normal. Ein Schritt kann man nicht was. Ich werde kommen.
So werde ich ja nicht mitkommen. Da war die Explosion. Ganz schnell. Ja, ich weiß. Am besten, wenn man zwischendurch speichern, ne? Ich speichere. Digga. Junge, war es komplett Scheibenkleister, war, weil ich war ja vergiftet. Ich wusste nicht, dass ich vergiftet war. Also ich wusste nicht ganz, dass ich vergiftet war. Ja, und dann jetzt fange ich nochmal neu an. Ah, das ist sogar was Neues. Ich hole mir das sogar jetzt direkt. Wenn ich mein kleines Boot hier erstmal in Sicherheit abgestellt habe. So, jetzt schwimme ich erstmal dahin zum Hauptboot. Wo warst du noch? Ich finde nichts drin. Digga. Aha. Ja. Digga. Oh mein Gott. Wir wissen nicht, wofür das da ist, oder? Bin ich wieder vergiftet? Der. Hauptmenü. Der. Ich war schon wieder vergiftet. Durch irgendeinen blöden Fisch, Alter. Lautstärke. Ich hab keinen Bock auf Musik. Spiel. Tutorial aus. Benutzer Oberfläche. Dann Kreuz oben. Objekt der Vorhebung. Was ist ein Objekt der Vorhebung? Schlangenpass. Der. Okay, der. Bei dem. Digga. Bei der Welt würde ich sterben, bei der auch. Verpassen, Team. Diese Welt möchte ich haben. Der, ich weiß nicht. Zufällige Welt, Junge. Ah, Junge, jetzt habe ich mein Headset runtergerissen. Autsch.
Folge erstellen. Okay. Der. Fang erstmal an. Neues Spiel. Männlich, weiblich, vorhanden, zufällig. Ich weiß sowieso nicht. Entfernt. Der entfernt wäre halt auch sehr gut, aber der kommt das Spiel beginnen. Okay. Werden wir halt nochmal abstürzen, aber okay. Alles gut. Abstürzen ist ja jetzt schon mal Standard. Der. Okay, nochmal abstürzen. Guckt euch jetzt den Fahrer an. Guckt euch einfach diesen Fahrer an, ja? Guckt, er bleibt ganz normal. Ihr guckt euch das an. Der Fahrer bleibt ganz normal. Autsch. Jetzt da. Meine Katze ist einfach hier. Darf die hier hin? Was macht die Katze hier? Weiß ich nicht. Leila! Digga. Die macht ihren Kran ja richtig an meinem Sofa auslassen. Digga, ich habe ihn mir erst gekauft, den Sofa. Was kannst du an deinen Katzenbau machen? Und ich habe mir den erst letztens gekauft. Einen schönen Sofa. Huch. Ganz schnell woanders hin. Leute, das war's auch mit meinem Controller. Ich muss. Ich muss jetzt ohne Headset spielen, leider. Deswegen, ciao.
Thank you.